Ich will das wieder haben. Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge Trouble in Terrorist Town. Ach ja, ich Skin wählen! Ja, Kevin ist dann wieder dran, ne? Na, willst du mich verarschen? Kevin, such dir einen Skin aus. Also, wir machen jetzt Sasuke. Ich laufe auf jeden Fall mit Sasuke rum, weil ihr macht das mir scheißegal. Ich will aber nicht wieder dein Spiel, Sasuke. Was? Mal gucken, wann ich wieder dabei bin. Was ist mit Sasuke? Sasuke ist Homo Emo Boy. Und? Ehrlich, warum? Denn heimlich in Naruto verliebt ist, aber es nie zugibt. Ja, und umgekehrt. Weil er Homo ist. Danke, Andi, du hast sofort reagiert. Bist du jetzt wieder homophob oder was? Jetzt bin ich, ja, ich hab doch gesagt, letztes Mal hab ich verlogen. Also. Nee. Du lügst jetzt. Nein. Letztes Mal warst du ehrlich. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Behaupten, dass ich Alex, hast auch gesagt, dass du dann eher, dass du das ehrlich gemeint hast. Also ganz ehrlich. Du willst doch nicht wirklich behaupten, dass ich tief in meinem Innern ein guter Mensch bin. Doch. Also das würde ich jetzt nicht behaupten. Danke. Aber nicht homophob. Pascal ist ja eine Drecksau. Eigentlich, es ist mir eigentlich egal, ob schwul oder nicht. Ich hasse einfach alle. Ja gut, das ist was anderes. Ja. Das ist ja okay. Ja, ich hasse alle gleich viel. Ja. Außer meine Frau, die hasse ich etwas weniger. Da kurz aus der Hand, Stefan. Und Stefan, ich will Stefan töten. Wenn du mir über den Weg läufst, wenn du schon so redest und du läufst über den Weg, dann bringst du dich um. Okay, Stefan ist Traitor. Ah, da ist er ja. Oh, mein Wo ist denn Andi eigentlich? Nee. Ah, ich hab mich getroffen. Mist. Ja, Quatsch, das ist. Warte mal, wenn ihr beiden da seid, ach ja, dann ist Andi da. Eine Bisse. Stefan, is it? Nee. Doch. Nein. Doch. Doch. Kevin hat auf mich geaimt. Okay, Kevin ist es. Ja, du da rumcreeps. Ach, Stefan. Ich glaube, wir hätten schon gegenseitig auf uns geschossen. Stimmt allerdings. Hey, was willst du denn jetzt die Granaten rein, Mann? Oh, Granaten, das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Das mache ich auch, wenn ich welche finde. Finde aber keine. Ah, ich brenne! Jemand hat eine Disco geschmissen und ich bin ins Feuer geflogen. Schämt euch. Ich hab eine Disco geschmissen. Aber wo sollte ich wissen, dass du da reinfliegst? Schande. Ein Seelenstein. Außerdem ist wahrscheinlich ein Feuer zu dir geflogen, oder? Nein. Schande. Irgendwer hat die Tür zugemacht, ich bin eingesperrt, ich komme nie wieder raus. Oh, welche Tür? Kann das Feuer ja mit der Disco verteilen. Andi war doch bei dir. Sehr detailliert die Map. Da hat jemand wirklich sich Mühe gegeben. Ja. Seid ihr echt da unten zu dritt? Wie soll ich denn jetzt den Traitor identifizieren hier? Ich weiß nicht, wo der Rest ist. Was ich bin ich jetzt auch hier oder was? Also sind hier jetzt alle anderen? Ich tue mich schwer mit Hirn. Ihr seid alle in dieselbe Ecke gelaufen. Ich tue mich schwer mit Hirn. Ich tue mich, Ich tue mich waschen. Mit Türen. Ich tue mich mit Türen. Waschen ist nicht schön. Ich tue mich mit Türen waschen. Mit Türen. Türen haben einen reinigenden Effekt. Willst du mich eigentlich verarschen? Wer hat denn jetzt schon wieder auf mich geschossen? Pascal. Ja. Wo bist du? Ich bin immer noch in meinem Zimmerchen eingesperrt. Jemand hat auf mich geschossen. Ich weiß das nicht. Kevin, da ist Stefan. Da wird es wahrscheinlich Kevin gewesen sein. Kevin. Ich habe noch ein Magazin 30 von 30. Ja. Und man kann ja auch nachladen. Komm, Pascal, komm raus. So schnell, das hätte ich gesehen. Pascal. Darf ich wieder raus? Ja, du darfst wieder raus. Hast dich gut benommen. Dankeschön, dankeschön. Wo ist er denn? Bin hier hinten. Ach da, du warst es nämlich. Aus der Richtung kam es. Ich war in meinem Zimmer. Ja, nein, warst du nicht. Doch, hier ist mein Zimmer, hier war ich drin. Und hab auch die ganzen Köpfe. Warte, wer ist gestorben, Pascal? Stefan? Er hat was von Töpfen erzählt und dann war er tot. Ich geh mal gucken, wenn ich sterbe, ist es einer von denen. Kevin? Oh Mann, Stefan. Stefan, Alter.
Er kommt noch raus. Wie still willst du sein, ja? Nein! Falsche Richtung geguckt. Ja, scheiß Radar. Das muss schneller reagieren. Auch da. Ich dachte mir gerade schon so, ja, ist ein bisschen kacke, dass ich sich ein Radar kaufen kann. Ich muss mich ein bisschen bewegen. Ich dachte so, ob ich es schaffe, hier so lange zu warten, bis es Andi reinkommt, aber ich konnte es nicht. Ich kann nicht campen. Ich bin nicht so eine Schweinesau. Boah, wie mies das war, ne? Weißt du, ich zeig dem Stefan mein Zimmer und der erschießt mich einfach. Du hast mich angeschossen, du Arschloch. Was? Fragt er auch noch was? Also, hallo? Ich wäre der Letzte, der das tun würde. Du wärst der Allererste. Unabhängig von deinem Status als Trader oder Innocent. Nee. D? Nee. DD. Das stimmt so nicht. Das ist so richtig, richtig, wie ich das sag. Das ist so richtig, richtig, wie ich das sag. Wie geht's übrigens hoch zu den Quartieren vom Jahr, Alter? Kevin. Treppe hoch. Tür. Ja. Kevin. Was ist da hier? Was denn? Ich habe einen Mana-Trank für dich. Andi, hast du jetzt eine neue Methode gefunden, wie du unauffällig in den Shop gehen kannst? Warum hast du eigentlich keine Waffe? Ah, der brennt nicht. Oh, ich hab da hinten liegt ein Elefantenrüssel. Mammutrüssel. Ja. Geil, den können wir grillen. Ja. Haben wir doch schon mal gemacht. Ach da, ja. Ja, wir hatten schon mal alles ins Feuer geworfen. Wir haben, glaube ich, sogar schon mal die ganze Map ins Feuer geworfen. Ich brenne. Mejo. Du bist jetzt Map ins Feuer gelaufen. Ah, ich brenne schon wieder. Also einmal. Dein Knie ist offen. Ja. Oh, machst du ein Pflaster drauf? Danke. Gleich viel besser. Tut gar nicht mehr weh. Tut gar nicht mehr weh. Tut gar nicht mehr weh. Wow. Gar nicht. Ernsthaft? Nicht. Er ist gestorben. Er ist gestorben. Pascal ist gestorben. Ja, weil er in eine Disco reingeworfen hat und die ganzen Teile, die wir reingeworfen haben, einfach durch die Gegend geballert wurden. Ah, ja. ich würde sagen, das ist verdient. Stefan. Ich glaube, das hat er verdient. Ich weiß, du machst das, Stefan, so dreckig, wie du lachst. Ja, also der Pascal, der hat mich ja die ganze Zeit piesacken wollen. Ja, du hast mich auch fast umgebracht. So, ja, das tut mir leid. Das ist eher so Kollateralschaden. Ja. Es ist bedauerlich, aber es ist Kollateralschaden. Ich wollte es halt nicht. Das ist die Definition, glaube ich. Schon wieder! Das war ich nicht. Das war Sabrina. Nee. Nee. Aber dann schon echte zweimal nee hier. Nee. Pascal, ich nehme dich mit. Ah, wir können den grillen. Dann ist er wenigstens zu irgendwas gut. Schön durchgegrillt ist er doch eigentlich. So, das dauert jetzt ein bisschen, bis der durch ist. So, warte. Oh. Schön, ja, hast du das gemacht, Sabrina. Ja, oder? Bumm. Hallo, Andi, was machst du hier oben? Auf dich warten.
Und ich bin jetzt hier. Willst du mich erschießen oder was? Plötzlich hast du nämlich eine Waffe ausgerüstet. Ich hab die ganze Zeit schon eine ausgerüstet. Nein, du bist eben ohne Waffe rumgelaufen. Das stimmt, weil ich da auch eine Disco geworfen habe. Warte mal, Sabrina, dreh dich mal um. Ja. Sabrina hat nichts bei mir in der Hand. Die ist Trader. Bei mir hat sie eine Waffe in der Hand. Okay, bei mir. Ich will nur festhalten, dass Stefan schon der Einzige ist, der fast 2 Kills auf dem Konto hat, ne? Hä? Fast 2 Kills. Ja, mich hat er fast getötet und Pascal hat er getötet. Ja, ich. Hä, wieso war ich das? Weil du doch die Disco geworfen hast. Wurde das jetzt so einfach beschlossen oder was, dass ich das war? Nee, ja, aber du warst es, dass du die Disco geworfen hast, weil du das gesagt hast. Vorhin eine Disco geworfen. Ja, ja, ich hab nicht gesagt, ich. Erste Disco. Ach so, ja, ja. Ja, ja. Die zweite war ich, das war ja offensichtlich. Nee, nee. Da musstest du auch echt wieder Sachen verkneifen. Hat man gehört? Ja. Nee, nee. Andi, nee, das ist Sabu. Das bin ich. Woher willst du das wissen, wenn ich meine? Rufen? Ja, du bist doch gegenüber von mir. Das stimmt nicht. Und du hast an, nee, das ist okay. Also, hä? Und wenn du in meine Richtung guckst, ist das wohl, Andi, was machst du da an der Tür? Der Kevin ist weg. Der ist abwesend. Ja, warum wohl? Oh, ja, ich weiß auch warum. Weil der ist. Der regt sich nämlich drüber auf, weil er als Trader fast gestorben wäre. Ja, 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 ja. Da unten ja, ist er nämlich. Dass die jetzt anscheinend Random Kills gemacht werden und es niemanden mehr interessiert. Wenn das wir waren jetzt ja so keine anfangen, Random Kills. Das waren ja keine Random Kills. Hä, was denn für Random Kills, Alter? Das war ja einfach nur Zufall. Ja. Na. Ich denke, wir wissen alle, dass herumfliegende Gegenstände mit einer Disco Leute töten können. Nein. Oh. Aber ich sag mal so, wenn er ja Traitor ist, dann war es ja kein Random. Ja, erstens das. Kommt ja noch dazu. Und zweitens. Ich meine ja nur, dass es anscheinend niemand zu interessieren scheint. Aha. Nicht klar, natürlich. Also ich hätte, wenn du zum Beispiel, wenn ich Trader wäre, könnte ich dich so einfach wegballern, weil du ja sowieso fast tot bist. Natürlich interessiert das einen, aber sowas, aber man hat trotzdem zu wenig Beweise, um den jetzt einfach wegzuballern. Weil das kann halt das auch einfach auch nur Spaß nicht. Gewesen sein, also. Ja, Spaß ist ja eigentlich auch scheiße, wenn man deswegen Leute. Ja, ja. Ja, eben. Aber das hast du halt auch schon öfters gemacht. Das hat der manchmal gerne. Ja, allerdings macht der Pascal das ja auch schon mal gerne. Deswegen hatte ich auch gesagt, dass das ja eigentlich verdient war. Aber ist auch mal ganz schön, wenn er einfach mal nichts sagt. Das war auch mal verdient. Sabrina ist Trader. Nein. Die ist gerade im Shop. Was machst du denn da hinten in der Ecke? Ich muss gerade Mayo. Ja. Der ist gerade auf mir am Rum. Ja, ja. Ja! Ja, okay. Dann ist er das, aber du bist im Trader schon. Du hättest ja einfach sagen können, ich stell mich mal kurz hin, der Mayo. Oder du hast ja noch nicht mal gesagt, so Mayo, du stehst da hinten im Shop. Du bist im Shop. Und du hast eben ja, eine Granate geschmissen. Ja, sicher von hinten, ich weiß es nicht. Ich stand gerade eine ganze Weile hinter dir. Ich stehe da immer noch. Hast du nicht gerade Pascal noch hinter Stefan? Nee. Also ich vermute mal. Also wenn ich es wollte, hätte ich gekonnt. Genau, also der Andi würde wahrscheinlich was machen, weil die Zeit ist fast rum. Der Kevin auch. Und Sabrina steht da unten in der Ecke. Im Shop. Steht da immer noch. Also so lange das bringt man Mayo, der über die rumläuft, nicht weg. Das ist jetzt das Alibi rumstehen. Ja, ja. Ruh dich mal. Und jetzt sagt sie nicht, weil sie so tut, als wäre sie weg. Mhm. Nee. Und Pascal lang. Nee. Nee, nee. Nee. Ich hab jetzt nicht gelogen. Nee, nee. Ach, jetzt hast du nicht gelogen. Okay. Ich stehe im Feuer. Ja. Ja, bringt sich jetzt um. Ja, gut. Dauert aber lang, hör mal. Das Typische, ich kann mir mal helfen. Ich beweise euch, dass ich kein Traitor bin.
Gönse. Hey Junge, jetzt rede ich dich gegen, das ist verarschen was. Alter. Ich sag's das dauert ja richtig lange, bis was verbrennt. Hm? Ich gucke, was ihr da macht. Und schmeißt auf gut Glück ein paar Discos runter. Ich hab nichts geschmissen. Der Kevin ist hier oben? Ne, der Andi. Nee, das bin ich. Ich dachte, okay. Andi wäre da unten noch. Ich stehe schon wieder rum. Ja. Okay, Kevin. Das war einfach Kevin. Boah, Alter, habt ihr euch Zeit gelassen? Ja, so wie du das immer gerne machst. Das war der Team. Richtig. Mit deinem dämlichen Gekämpfe da manchmal. So. Wenigstens habe ich geredet. Ist das jetzt die letzte Runde? Ich glaub schon. Weil ich bin nämlich danach raus. Oh, aber es kommt noch eine danach. Dann mach schnell Bumm. Aber ich glaube, der Wör hat das gefragt, weil er mich jetzt random töten will. Um mir den Abend noch zu versauen. Das ist an sich eine gute Idee. Ich höre Geschieße. Das will ich nicht. Sabrina ist im Shop. Junge, alter Stefan. Anni, was hast du in der Hand? Alter, Pascal, was hast du? Pascal ist es. Echt? Sicher? Ich hab Pascal getötet, aber die Runde ist noch nicht vorbei. Oh. Na, der Second? Das ist nicht so gut. Ja, Der, also... Das ist jetzt hier Sache. Mit einer. Andi, wo bist du? Lebst du noch? Er wurde mit einer Shotgun getötet oder was? Ja. Scheiße. Machen geht's. Ist die Abune bei dir überhaupt angekommen? Abune? Ich hab keine gesehen, ne. Ah. Scheiße. Pascal, aber normalerweise hat er dann einfach angefangen zu schießen. Ja, Stefan hat doch gesagt, ich würde ihm damit den Abend versauen. Ach so, deswegen. Den Gedanken fand ich schön. Dann hat er sich einfach mal gedacht, so, ja. Ich bin nicht Traitor. Wer ist gestorben? Pascal? Ich habe ihm einen Gefallen getan. Weil du ihn umgebracht hast? Ja. Lalala! Ich will die Waffe nicht. Oh, will ich auch nicht. Kauft ja doch die Katze im Shop. Ich finde die echt nice. Nee. Abgesehen, also, nee. Kevin, zu wie viel Prozent warst du dir gerade in der Runde sicher, dass ich Trader bin? Nachdem du nichts mehr gesagt hast und meintest, du hast Pascal da irgendwo umgebracht, eigentlich zu 80 Aha. bis 90 Prozent. Okay. Ich muss euch mal... Aber du hast aus der Ecke rausgesneakt und hattest Schaden und da dachte ich mir schon, okay, dann wird der wohl Pascal angeschossen haben. Und ja, das ist, war schon zu suspekt. Ich muss euch mal was fragen. Warum nehmt ihr jetzt eigentlich einfach so hin, dass ich Pascal wieder aufgeballert habe? Ja, anscheinend. Vergessen. Wie ich gerade eben schon gesagt habe. Lass mich! Andi ist es! Andi! Okay, der war unschuldig. Er hat gefragt, aber hat mir gedacht, ja, gut. Hat er eigentlich recht? Stefan, warum bist du da runtergefallen? Weil ich dich da runtergeschmissen habe gerade. Warum? Alles klar. Er hat gefragt. Wieder mal ein paar Kills üben. Ja, also das ist ja jetzt echt safe. Die letzte Runde war gerade schon für den Arsch und dann hat dann Stefan einfach gerade gesagt, so ja, warum nehmt ihr das eigentlich so hin? Und dann habe ich mir gedacht, so ja, stimmt. Warum nehmen wir das eigentlich so hin? Und dann habe ich ihn immer einen Haufen geschossen, dann war er unschuldig. Oh Mann. Also ich sag das. Ich bin übrigens innocent. Oh, bei mir hängen. Ich nur kurz mal gesagt haben. Oh. Wie gesagt, ich sag das Adrina ist es. Ich sag, du bist es. Oh. Gute Argumentation. Ja, gute Argumentation.
Ich meine, du hast ja auch nichts argumentiert oder sonst. Du hast ja nur gesagt, ich glaube, Sabu ist es. Also, ich gesagt, ich glaube, Kevin ist es. So, jetzt bin ich so in Stefans Rolle. Jetzt könnte ich auch einfach sagen, so, warum nimmt das jetzt eigentlich so hin, dass ich gerade Stefan getötet habe? Naja, weil dann wir das aber so. Vorher jemanden erschossen hat, deswegen nehmen wir das. Alles klar, Andi. Aber ich hab stimmt, warum nehme ich das eigentlich so hin? Warte, wo bist du denn? Guck aufs Radar, dann siehst du mich. Willst du dir nicht doch noch die Katze kaufen? Die ist halt echt schön. Ich habe keine Katze. Also ich habe ja, das weiß ich. Ja, wow. Alter, ey. Ich war an der Wand gebackt. Nee, die Waffe ist einfach hart. Also es ist Sabrina, ja? Nein. Nein? Nein, wieso? Du bist es. Also, weil, du dann, weil du die letzte Überlebende bist, vielleicht? Weil du die letzte Überlebende bist. Wir sind die letzten Überlebenden, nicht nur ich. Ja, gut. Also. Wollen wir ja nun mal jetzt mal ehrlich bleiben. Mal Sachen auf den Tisch legen, wie sie sind. Oh Mann. Bist du jetzt wieder hingelaufen? Oh, Mayo! Nicht über die Tastatur laufen, Arschloch. Was hast du gesagt? Ich hab mich gefragt, wo du bist. Alter, was ist das denn? Wie nimmt man das denn? Ah, okay, ich nehme mir das schon, ich höre nur nichts. Was ist denn dieses Omnomnom? Ja, weiß ich auch nicht. Das ist voll komisch, ne? Voll das merkwürdige Geräusch, ey. Omnomnom. Aber. Gehst ja voll kaputt bei. Aber ich höre eh nichts. Weil ich kein Spielsound hab. Einfach so. Einfach so. Wo bist du jetzt? Alter, nee. Oh Gott. Ach, fick dich doch, Art. Ach so, okay. Ficke. Scheiße. Jetzt weiß ich nicht, ob sie unten steht. Ah, nee. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Oh, Andi, ey. Ja? Die anderen weinen schon. Ja, dann komm doch mal her. Nee. Warum immer ich? Weil du Traitor bist. Ja, aber das sagt doch wenigstens, wo du bist. Draußen. Was? Ja, geil. Nice. Ja, yeah, Mann! Sehr schön. Ja! Yeah. So, liebe Leute, ich muss euch jetzt verlassen. Okay. Oh. Ja. Schade. Machst das nur, weil Peter nicht mehr da ist. Du vermisst ganz den. Ganz genau. Ohne Peter macht mir das einfach keinen Spaß mit euch. Ja. Ja. Naja. Deswegen ich musstest du ja auch die meiste raus, Zeit um. Ja. Ja, man kennt's ja, ne? Ja. Ja, wer muss raus? Siehst du, da krieg schon direkt einen Schlag ins Gesicht hier. Ins Gesicht. In die Fresse. Na gut, okay. Dann wünsche ich euch noch einen schönen gute Abend. Gute Nacht. Ja auch, gute Nacht. Tschüss. Tschüss. Ciao.